Herzlich willkommen zurück bei mir auf dem Kanal. Ich bin euer The Pain und wir sind in einer neuen Runde für den Free-to-Play-Freitag. Heute habe ich mir das ganze Seines rausgesucht. Russian Fishing 4. Scheint auf jeden Fall ein echter Kracher zu werden. Ich habe keine Ahnung. Ich habe nur gerade mal geguckt wegen Einstellungen und so. Werde gleich nochmal ein bisschen die Sounds anpassen. Es sah einfach interessant aus von der Grafik her und ich dachte mir, ja, das könnte durchaus was Feines sein. Hat auch, ja, überwiegend positive Bewertungen gehabt. Ist jetzt in Steam kostenlos erhältlich. Und ansonsten, ja, gebe ich doch kurz zum Besten, worum sich so im Groben und Ganzen nach den Entwicklern dreht in diesem Spiel. Mit der Entwicklung von Russian Fishing 4 ist es das Ziel unseres Teams, eine Welt zu schaffen, die in der Lage ist, unsere gemeinsame Leidenschaft für das Angeln und unsere Liebe zur Natur zu vermitteln. Sei es das gespannte Warten auf den ersten Biss im Morgengrauen, während langsam die Sterne verblassen, oder der Adrenalinstoß, wenn sich plötzlich die Route beim Anbiss eines großen Raubfisches gefährlich durchbiegt. Bereitet den frisch gefangenen Fisch am abendlichen Lagerfeuer zu und bastelt eure eigenen Köder. All dies ist möglich in Russian Fishing 4. Denn dieses Spiel wird von Anglern für Angler entwickelt. Die wichtigsten Feature des Spiels: 15 verschiedene Gewässer mit einzigartigen Wetterbedingungen und einem individuellen Fischbestand. Mehr als 110 Fischarten, deren Zahl stetig weiter steigt. Eine riesige Auswahl von Angelgeräten mit hunderten von modernen Routen, Rollen und Zubehör. Uneingeschränktes Begehen und Befahren der Gewässer mit der Möglichkeit des Fischens sowohl vom Ufer als auch vom Boot aus. Diverse gängige Angelmethoden, wie zum Beispiel Posen. Ja, das ist hier diese Poser, die Polizei immer jagt. Ne? Ist klar, wenn die ihre Angelruten irgendwo liegen lassen, da kann es schon mal gefährlich sein, wenn man da in so einen Angelhaken tritt oder so nicht. Grund- und Spinnfischen. Ne? Also ich kenne nur Fliegenfischen, aber Spinnenfischen scheint es auch zu geben. Keine Ahnung, was man mit denen spinnen soll, aber gut. Jede von ihnen wurde sorgfältig mit echter Angelerfahrung implementiert und beinhaltet eine Vielzahl von Montagen und Angeltechniken. Wie im echten Leben kann das Verhalten der Fische je nach Wetterbedingungen, Tageszeit und anderen Faktoren variieren. Individuelle Fähigkeiten, Fertigkeiten, die der gewählten Spezialisierung entsprechen, zum Beispiel Köderherstellung, Köderbeschaffung und sogar Koch. Das Spiel entwickelt sich ständig weiter und es werden konstant weitere Inhalte hinzugefügt, um das Angelerlebnis zu erweitern. Vergleicht eure Leistung mit anderen Spielern und Wertung, Qualifikation und Statistiken, nehmt an einer Vielzahl von Wettbewerben, Turnieren mit wertvollen Preisen teil. Entschlüsselt die Fischgewohnheiten und optimiert euer Equipment, um den legendären Trophäenfisch zu fangen. Russian Fishing 4, wir treffen uns am Wasser. Ja, gut. Also meine Wenigkeit hat absolut nichts mit Fischen am Hut. Ich habe irgendwann mal im Forellenpuff so 20 Fische so zack, 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 zack aus dem Wasser geballert. Und dann schön mit Kräutern und Butter und Öl in der Alufolie umwickelt auf dem Grill. Zack, boom, war lecker. Aber das war dann auch wieder. Nicht? Ansonsten Fischstäbchen oder Lachsfilet, nicht? Aber da hört es dann auch schon wieder auf. Ja. Ja. Und ich dachte mir, ja, why not, ne? Gute Bewertung, sieht top aus. Gucken wir doch mal rein. Und da sind wir auch schon. Nicht? Wir haben am Anfang auf jeden Fall die Möglichkeit, uns einen Charakter zu erstellen. Einen Charakter zu erstellen. Einer heißt, ne, wie mein Gamertag.
Wir konnten uns noch einen Heimatserver aussuchen, quasi. Deutschland, klar. Und ja, jetzt sind wir in ein Tutorial geschmissen worden und das gucken wir uns jetzt auf jeden Fall einfach mal zusammen an. Die Sounds, ja, ich werde schon taub bei dem lieblichen Vogelgezwitscher. Das ist hier irgendwie, weiß ich nicht. Das ist schon mal so ein bisschen nervtötend, aber man kann es trotzdem halb schwach lesen. Chat, Audio, Video und Steuerung. Ich will jetzt erstmal nur. Nur zu Audio! Gottes Willen. Ja. Das ist. Ist schon unangenehm laut und ein monotones Geräusch. Ich weiß nicht, was mir das jetzt sagen soll, aber ja. Wir machen das jetzt einfach alles erstmal hier. Ja, die Musik ist halt total lit. Soundeffekte. Oh. Was ist das denn? Also ja, das soll das Einholen von der Angelroute darstellen, auf jeden Fall, aber... Holy crap. Ich glaube, so lässt sich das ganz gut leben. Ui, okay. Also ich spiele das Ganze auf jeden Fall am PC, klar. Mit Maus und Tastatur. Ich sehe hier unten links, wir haben Stats. Energie, Nahrung, Gesundheit, Glück, I guess. Dann ist da links noch irgendeine Leiste, die kann sich anscheinend füllen. Da haben wir 0 von 300 und, keine Ahnung, Stufe 1 erreicht. Rechts unten Kompass und, weiß ich nicht, unser Fischportfolio, 0 von 100. Gibt's einen globalen Chat? Ich glaube ja. The fuck. Oben rechts steht Tageszeit, was für eine Witterungsverhältnisse, momentan ist es sonnig, ein leichter Brise von Wind aus dem Osten, 20,6 Grad und wie gesagt die Uhrzeit. Und ja, that's it. Ich werde nochmal gucken wegen der Sensibilität. Ich bin nämlich unsensibel. Empfindlichkeit, ja. Da machen wir einfach mal die ganzen Tucken, weil meine Maus ist mal selber schon so empfindlich. Ja, gut. Okay, wir gehen mal zum Wasser. Stepsounds sind jetzt übelst leise, aber ist dann so. Gehen Sie zum Ufer und stellen Sie sich auf den Steg. Das ist das Ding hier. Ich sehe meine eigenen Füße. Oh, schickes Holzfällerhemd. Dies ist ein fischersprechender Angelplatz. Wählen Sie nun die Route aus und stellen Sie eine Feststellpose Montage zusammen. Und zu Beginn öffnen Sie den Rucksack, indem Sie die I-Taste drücken. Rucksack. Im Rucksack befinden sich Angelausrüstung, Kunstköder, Naturköder, Zubehör, einen Vorrat an Lebensmitteln und andere für den Angler notwendige Gegenstände. Sie können die Gegenstandseigenschaften anzeigen lassen, indem Sie den Mauszeiger auf das Symbol I navigieren. Sie können detaillierte Informationen über den Gegenstand erhalten, indem Sie die linke Maustaste, dessen Bild, anklicken. Um nach einer gewünschten Artikel zu suchen, verwenden Sie den Filter, mit dem Sie die Gegenstände nach Typ sortieren können. Geil. G. So. Frage ich mich später. Bereiten Sie nun Ihre Ausrüstung für das Angeln vor. Wählen Sie in der angezeigten Liste die Stipproute aus. Telestick TL16. Indem Sie auf die Schaltfläche mit ihrer Abbildung klicken. Als nächstes stellen Sie die Feststellpose-Montage zusammen. Feststellpose-Montage. Indem Sie die Angelschnur, die Pose, den Haken und den Köder in das Routenmenü ziehen. Dann nehmen Sie die Route in die Hand, indem Sie die Schaltfläche mit Nutzen anklicken. Was? Also den Telestick 16, soweit bin ich noch gekommen. Ach du Scheiße, okay. Weg mit dir, das ist ja Wall of Text. Was ist das jetzt hier für ein Zauberstab? Habe ich ausgewählt, indem Sie auf die Schaltfläche mit der Abbildung klicken. Ja, als nächstes stellen Sie die Feststellpose-Montage zusammen. Mit Feststellpose-Montage. Angelmontage, Feststellpose-Montage, ja, okay. Indem Sie die Angelschnur... Ist das?
Ich glaube ja. Express Fishing Superline. Zack. Ficken. Okay, nein, das war's nicht. Posehaken in das Routenmenü ziehen. Was ist das Routenmenü? Das hier? Kann ich das? Nee, ich kann's. Nein. Ich möchte es. Ich. Ah ja, ersetzen, entfernen, detailliert. What? Nein. Hä? Ändern? Feststellpose, Montage. Ja, okay, ja. Ja, ja. Weg mit dir. Okay. Bolognese Montage, Feststellpose Montage. Okay. Indem sie die Angelschnur, die Pose, den Haken und den Köder in das Routenmenü. Wo ist das Routenmenü? Ziehen. Ich kann es nicht ziehen. Ich, nope. 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 Puh. Fehler. Gut. Ich mag Fehler. Demontieren. Angelschnur. Die da. Ja. Bolognese. Was auch immer Bolognese ist. Bob. Bob Original oder Bob Original Gelb. Ich bin für Bob Original. Klassischer Karpfenhaken. Größe klein. Klassisch. Ja. Und benutzen anklicken. Dies ist ein vielversprechender Angelplatz. Sehen Sie nun die Route aus und was macht ihr hier eigentlich für Fidget Spinner Moves? So, wii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 i
Um die Posentiefe einzustellen, benutze die Tasten Num Plus und Num Minus. Was? Wo ist das denn, Alter? Ja, das wird dann schon wieder ein bisschen schwierig, ne? Weil ich habe eine englische Tastatur, muss ich dazu sagen. Also, wen? Posenmontage. Stellen Sie die Tiefe Ihrer Posenmontage ein. Muss ich den dazu irgendwie detailliert? Plus, Minus. Wo sehe ich denn das? Benutzen Sie Tasten. Ist das das? Ändert sich irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Ja. Warum denn so Tasten, die man nie benutzt? Sind die Jack? Detailliert. Fishing Bob. 3D-Bilder der Artikel in Beschreibung ihrer Eigenschaften. Gegenstände klicken Sie auf das I-Symbol. Ja, cool. Beschreibung nicht gefunden. Perfekt. Kann verwendet werden. Kategorien leuchtend. Ja, nein, ja. Man kann Items sogar traden, habe ich gerade gesehen. Okay. Einstellungen. Stellen Sie die Tiefe Ihrer Posenmontage auf 1 Meter ein. Ja. Ja. Und wie? Um die Posentiefe einzustellen, benutzen Sie die Tasten Num Plus, Num Minus. Ich drücke jetzt hier alle Tasten, die ich denke, ne? Zack. Was weiß ich denn? Ja, habe ich irgendwo eine deutsche Tastatur? Warte mal kurz. Ja, die ist sehr hilfreich. Da steht nämlich auch sowas nicht drauf. Warte, Idee. Ja, jetzt habe ich mich mal kurz bei Discord gemutet. Perfekt. Ja. Ja. Also meine Intention wäre ja, dass damit diese Tasten hier gemeint sind. Ja, hier, da, Plus und hier oben Minus, aber nein. Eigentlich auch irgendwie nicht. Das ist natürlich dann blöd. An welchen Teil denn, Alter? Ihre Angelmontage, das weiß ich, sie soll. Stellen Sie die Tiefe Ihrer Posenmontage auf 1 Meter. Bei dieser Einstellung wird sich der Köder in Grundnähe befinden. Muss ich da das Seil hier anpassen? Detailliert. Und wenn ja, wo? Oder den Köder? Man weiß es nicht. Man weiß es halt wirklich nicht. Hier kann ich gar nichts machen. Ist auch interessant und wild und interessant und wild. Aber vor allem interessant. Ja, was ist das für ein... Das geht nicht. Das haben wir schon. Ja, ist Schmutz. Weiß ich genau. Oh, er hat wieder irgendwie, er hat wieder alle rausgeballert. Gut, ja, klar. Hier den Wurm, zack, bumm. Toll. Das geht nicht. Blei wird bei der Montage ausbalanciert. Kann ich nicht ändern. Kann ich halt nicht auswählen, ne? Also
Ja. Also bis hierhin ist es ein cooles Tutorial. Für mich super abgeholt. Nimmt einen ganz toll an die Hand. Ich weiß ganz genau, welche Tasten ich drücken muss. Nein, das war höchstwahrscheinlich aber noch Inventar. Ja, okay, gut, scheiße. Ich kacke mich voll. Vor lauter Vorfreude natürlich darauf, dass es hier gleich richtig abgeht mit dem Angeln. Ich habe Screenshots gemacht, das ist cool. Auf F12. Also wenn er mal so einen richtig dicken Loris aus dem Wasser zieht, dann könnte er auf F12 schon mal einen Screenshot machen. Wer will denn sowas auch machen? Jetzt mal hands down. Was ist das für ein Blödsinn? Entfernen. Notwendig. Das da. Ich möchte doch bloß diese Dinge irgendwie einstellen. Hey, sehe ich nicht. Die Pose. Ist das doch das da, oder nicht? Klassische oder Bolognese-Pose? Ja. Pose. Das da. Lässt sich der Köder in der Grundfläche befinden. Um die Pose einzustellen, benutzen Sie die Tasten Num Plus und Num Minus. Ja gut, dann. Ja. Gut, kann ich das Tutorial irgendwie skippen? Das scheint mir nicht notwendig. Ich hau jetzt den Loris da rein. Jii. Kickt euch das an. Das ist nicht toll. Warte mal, warte mal, warte mal. Wie hole ich hier was ein? Hol das mal da raus. Uli. Sagt mir doch, dass ich das außerhalb vom Inventar machen muss, Mann. Was ist das ein Schmutz? So, auf 1 Meter. Mute ich mich die ganze Zeit, das ist ja natürlich richtig gut. So, also ihr müsst dazu aus dem Inventar rausgehen, das hat euch keiner gesagt. Die Angelmontage ist jetzt zum Auswurf bereit. Versuchen Sie in die Nähe des Schiffs zu werfen. Beachten Sie Windrichtung und Windgeschwindigkeit. Ja, na klar, also was auch sonst. Wird übrigens gleich dunkel bei uns. Ziehen Sie auf den leuchtenden Kreis rechts, dort soll die Pose platziert werden. Der Auswurf wird mit der Maustaste links durchgeführt. Je länger Sie die Taste links halten, desto kräftiger wird der Wurf. Kontrollieren Sie die Stärke des Wurfs mit Hilfe der Wurfanzeige. Der Wurf wird nach Loslassen der Taste linke Maustaste durchgeführt. Jee! Wahnsinn! Bester Wurf, Jungs. Die Pose lässt sich mit dem Zoom viel bequemer betrachten. Um so. Da macht irgendwas. Irgendwer macht hier irgendwas Sachen. Drücken Sie Z. Ja. Warten Sie auf einen Biss. Führen Sie den Anhieb durch und holen Sie den Fisch ein. Was, wenn die Pose abtaucht oder zur Seite gezogen wird? Was? Ja, wir haben halt einfach unseren ersten Karpfen gefangen hier. Eine Karausche. Ganz genau. Ja, gut, ich habe es mir noch nicht zwitschert. Aber die Animation ist schon. Ist auf jeden Fall ein Fisch, das erkennt man schon. Und der sieht auch dusselig aus wie so ein Fisch. Und der hat auch so Schuppis wie so ein Fisch. Und Flossen wie ein Hai, wie so ein Fisch. Mehrere als zwei. Glückwunsch, Sie haben Ihren ersten Fisch gefangen und damit Ihre ersten Erfahrungspunkte EP gesammelt. Endlich weiß ich auch, was EP heißt. Dazu brauchte ich einen Angelsimulator, der mir das erklärt. Legen Sie den Fisch in den Setzkescher, indem Sie die Schaltfläche Setzkescher anklicken, die unten links angezeigt wird.
Leertaste. Leertaste. Verstauen Sie nun die Angelrute wieder im Rucksack und um die Angelrute im Rucksack zu verstauen, drücken Sie auf die Backspace-Taste. Was? Das? Ich bin so clever. Wenn Ausrüstung zu Bruch geht und Sie nicht genug Geld haben, um den Gegenstand zu erneuern, gehen Sie zum Haus. Dort bekommen Sie Ersatzausrüstung. Einmal täglich können Sie dort ein komplettes Spin- oder Possen-Setup erhalten. Um sich zu bewegen, verwenden Sie WASD. Bei Dunkelheit können Sie mit der F-Taste die Stirnlampe einschalten. Die hat nämlich jeder gute Angler. Ja. Was passiert denn, wenn ich jetzt hier einfach mal noch so ein paar Schritte weitergehe? Achso, wir sind wasserscheu, weil wir sind Angler und deswegen können wir nicht ins Wasser gehen. Aber wir können auf dem Wasser laufen, also schweben. Ja gut. Wo ist denn mein Haus? Das Ding da oder was? Nee, da. Ich würde schon sagen, hier, wir haben doch hier noch ein richtiges Haus hier. So, bla bla bla. Gehen Sie zum Haus. Ja, bin ich. Zack. Was sag ich jetzt hier? Haus, leer. Cool. Danke dafür. Wer, was? Ja, hallo, ich bin auch beim Haus. Wenn Sie Ausrüstung nicht genug Geld haben, um den Gegenstand zu erneuern, gehen Sie zum Haus. Dort bekommen Sie Ersatzausrüstung. Einmal täglich können Sie dort ein komplettes Bla- oder Bla-Setup erhalten. Um sich zu bewegen, drücken Sie, verwenden Sie, lecken Sie WASD. Bei Dunkelheit können Sie F. Ja. Y. G. Gut. Lassen Sie uns nun zum Moskitosee reisen, um Ihren Fang auf dem Fischmarkt zu verkaufen. Für die erste Reise zu einem anderen Gewässer öffnen Sie das Bedienfeld, indem Sie die Escape-Taste drücken. Dann drücken Sie am Startbildschirm auf die Kachel mit der Darstellung des derzeitigen Gewässers. Altsee. Klick. Reisen Sie zum Gewässer Moskitosee. Am unteren Rand des Bildschirms finden Sie einen Button mit einem Bild des gewünschten Gewässers. Klicken Sie darauf. Bestätigen Sie dann die Reise mit dem Button Reisen, der sich in der Mitte des Bildschirms befindet. Moskitosee. Klick. Reisen. Klick. Ja, war jetzt schon eine ziemliche Geburt. Hat auch nur eine halbe Stunde gedauert, damit wir einen Fisch fangen konnten. Gut. Ja. Aber es ist bis jetzt nicht abgestürzt. Und es funktioniert und es sieht aus gar nicht so schlecht. Nicht? Ach, willkommen am Moskitosee. Finden Sie den Fischmarkt und verkaufen Sie Ihren ersten Fang. Sie betreten den Fischmarkt oder ein anderes Geschäft durchklicken auf E. Der erste Schritt ist getan. Im Laufe des Spiels werden Sie außergewöhnliche Fische fangen, durch den Verkauf Sie Ihre Ausrüstung erweitern können. Bootstation? Das ist jetzt kackegal, wo ich meinen Fisch verkaufe oder was. Also ich gehe jetzt zum Kiosk. Aha, Fischmarkt. Da soll ich höchstwahrscheinlich eher rein und meinen Fisch da verkaufen. Für 1 Taler und 29 Silberlinge oder so, keine Ahnung. Sie haben den Fischmarkt gefunden, verkaufen Sie Ihren Fang. Suchen Sie in der angezeigten Übersicht den Button mit dem Bild des gefangenen Fisches und klicken Sie darauf, indem Sie dann auf den Button verkaufen auf der linken Seite des Bildschirms. Verkaufen. Cool. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben Ihre ersten Silbermünzen im Spiel verdient. Mit einem Klick auf das Kreuz oben rechts schließen Sie das Menü des Geschäfts. Es erwartet Sie eine weitere Aufgabe. Finden Sie das Angelgeschäft und kaufen Sie Made. Um sich zu bewegen, verwenden Sie die Taste WS. Vor allem WSAD, wer sagt dann das? Bei Dunkelheld können Sie mit F die Stirntaschenlampe einschalten. Ja. So, Angelgeschäft. Geldautomat. Lebensmittelgeschäft. Kaffee. Was war das hier hinten? Irgendwas mit Booten, ne? Nee.
Man kann übrigens auch richtig krass sprinten. Springen können wir nicht, weil wir sind ein Dulli. Werkzeug laden. Das ist schon ein Angelgeschäft. Also, ich hab Schlechteres erwartet. Bin ich early? Du Scheiße, Digga. Wählen Sie den Reiter Naturköder oben in der Leiste und klicken Sie in der angezeigten Übersicht auf die Schaltfläche Marder. Zum Kaufen klicken Sie auf den Button mit dem Silbermünzen-Symbol. Natur. What? Wählen Sie Reiter Naturköder. Arschloch. Oben in der Leiste klicken Sie auf angezeigte Übersicht auf die Schaltfläche Marder. Natur. Marder. Zack. Silbermünzen wohl kaufen. 2-Sterne-Larve. Ah, hier. Boah. 23 so einen komischen Taler für ein Stück ne? Proteine. Sie haben einen exzellenten Köder gekauft. Probieren Sie diesen doch direkt einmal aus. Schließen Sie das Menü des Geschäfts. Zack. Sie können Köder nicht nur kaufen, sondern diese auch aus dem aus den im Rucksack verfügbaren Komponenten selbst herstellen. Lassen Sie uns den Köder Weißbrot anfertigen. Öffnen Sie dazu das Herstellungsmenü. Ein Schnellzugriff auf die Rezepturen bieten der Hotkey N. Brotmasse. Suchen Sie in der Liste das Rezept Brotmasse und klicken Sie darauf. Stellen Sie den Köder Weißbrot her, indem Sie linke Maustaste auf der Schaltfläche Anfertigen klicken. Bevor Sie einen Köder herstellen können, müssen alle Pflichtkomponenten im Herstellungsmenü ausgewählt sein. Brotmasse. Weißbrot. Weißbrot. Ich weiß nicht, was ich dazu brauche, aber ich mache es jetzt einfach. Anfertigen. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben Ihren ersten Köder selbst hergestellt. Bestätigen Sie die Herstellung durch die Drücken der Taste Leertaste. Danach schließen Sie diesen Hinweis. Und wie schließe ich den Hinweis? Zack. Sie haben alle Aufgaben erfolgreich, aber wenn Sie sich mit dem Spinnfischen vertraut machen möchten, reisen Sie zum Gewässer Windenbach. Dort erwartet Sie eine Einführung in dieses Angelart. Erfahren Sie mehr über weitere Funktionen, indem Sie das Hilfefenster mit der Taste F1 aufrufen. Viel Spaß. Gut. That's it. Ja gut. Also wir haben ein bisschen Startkapital. Irgendwie eine Grundausrüstung von irgendwelchen Quark hier. Ja. Posenangeln, Grundangeln, Wettervorhersagen. Top. Also, wir machen jetzt einfach mal noch eine Runde Nachtangeln. Ne? Gibt es hier irgendwo einen Steg? Da drüben sind Boote. Es ist 2 Uhr nachts, aber ein echter Angler. Angler schläft nie. So, ich klaue euch jetzt euer Boot hier. Damit das mal klar ist, dass mein Boot. Komm mal nicht hin. Ja, gut, dann ist es nicht mein Boot. Dann gehe ich auf diesen wunderschönen Steg. Mache mein Inventar auf. Nehme UDSSR Bambusroute. Das klingt gut. Angelschnur, alte Angelschnur, jawohl, die tut's vollkommen. Klassische Polonaise-Pose hier. Pose aus Federkiel. Oder sonst. Hier Karpfenhaken, jawohl, den roten wollen wir haben. Und dann nehmen wir Naturköder, Weißbrot. Weiß jeder, das mögen die. So, dann machen wir hier plus minus Voreinstellung. Wie habe ich das eben getan? So, ne? Jawohl. Keine Ahnung. Ich finde 80 ist eine tolle Zahl.
Dann jieten wir den jetzt richtig weg. Jii. Wahnsinn. Das immer funktioniert hier. So, und dann können wir hier ranzoomen und sehen. Passiert jetzt erstmal nicht so richtig viel. Aber Geduld, ne, ist beim Angeln ganz, ganz wichtig. Ja. Gut. Ja, schade, haben wir heute nichts gefangen, ne? Vielleicht kannst du das mal irgendwie. Kannst du das mal festhalten? Ja, mein. Vielleicht, weiß ich nicht, keine Ahnung, ist der Angelplatz hier auch kacke oder was? Ja, weiß ich doch auch nicht. Das sieht hier total einladend aus. So, wenn hier jetzt kein Fisch ist, dann weiß ich auch nicht. Jii, mehr als 96% gehen übrigens irgendwie nicht. Hier kommt, ui. Lecker Fresschen, es zappelt sogar. Dass nicht der interessanteste Köder EU West ist, dann weiß ich auch nicht. Bisschen rumzappeln und machen. Das finden die bestimmt super interessant. Oh, seht ihr? Seht ihr? Jetzt, wenn er sich schnappt, dann müssen wir schneller schnappen. Ganz klar. Der muss sich das richtig einverleiben. Ist das jetzt schon richtig oder nicht? Keine Ahnung, ich mach jetzt einfach mal. Hui. Nö. Ich glaube, der Köder ist kacke. Moment. Wir überprüfen das. Nehmen wir jetzt mal Made. Ach, jetzt habe ich beides dran? Ne, jetzt habe ich Made dran. Uah. Er wirft halt legit immer nur so einen Meter weit, ne? Dann warten. Kommt Leute, guckt. Ich habe hier richtig feines Fresschen für euch. Ist auf dem Wild, wie die Angelschnur so auf dem Wasser rum eiert hier. Sieht irgendwie mysteriös aus. Schön gefühlvoll, ne? Das muss ja auch natürliche Bewegungen darstellen. Komm, beiß da an, Alter. So. Naja. Naja. Jedem so das Seine, ne? Aber wer zum Fick braucht denn so ein Hobby? Da kann ich Gras beim Wachsen zu gucken. Ist ja jetzt. Ziehst du da jetzt mal richtig dran oder was? Du, ich klaue es ja. Dieser kleine Fickfrosch. Ja, jetzt hat er nämlich wieder keinen Bock mehr. Der hat sich schön den Köder jetzt abgepult und dann ist er gegangen, wa? Nee, da ist mein Freund wieder. Nimm wieder den Mund. Mit Sack.
Vielleicht ist auch mein hier meine Pose scheiße oder was? Ich weiß es doch auch nicht. Ahahaha. Was war das denn jetzt wieder? Also diesmal hat er sehr legit unter Wasser gezogen, aber es ja. Es hat einfach reingehauen. Und dran war es auch noch. Ich gehe hier nicht weg, bevor ich noch einen Fisch fange. Da scheint schon wieder irgendwas interessiert dran zu sein. Oder auch nicht. Wer spielt sowas? Das ist wohl mit einer der spannendsten und aufregendsten Simulatoren, die ich jemals gespielt habe. Ja, gut, cool. Ich ändere hier mal den. Ja, ich nehme sie ja schon aus dem Wasser, meine Güte, Junge. Ah, Köder ist ja schon noch dran, ne? Ja. So. Pose ändern zu dem Ding. Benutzen. Abfahrt. Jee. Ja, das hat gelebt. Wir stehen jetzt hier seit nachts um 2 und haben nicht einen einzigen Fisch gefangen. Das, ja. Vielleicht kann man hier auch keinen Fisch fangen, I don't know. Ich bin ziemlich sicher, dass da irgendjemand interessiert war hier an dem Stock. Aber irgendwie eher nicht so. Oh ja, Junge, ist das eine schöne Sache hier. Fängt er hier irgendwie mit einer Hand, ne? Was macht er mit der anderen Hand? Oder in der Tasche oder was? Oder trinkt er hier nebenher ein Bier? Ja, komm, gönn dir. Nimm ihn. Angehakt ist er. Ich glaube, die kann auch kaputt gehen, diese Kackangel hier. Aber jetzt sieht die gerade richtig, richtig los. Eine Montage nicht komplett, Schnurbruch.
Ja, gut, ne? Also, wir hatten noch mal einen an der Angel. Wie, und jetzt? Angelköder nicht gewählt. Also, wir machen das, glaube ich, nochmal hier mit so einem super fishing Dings hier. Ja, richtig. Was ist das überhaupt hier? Keine Ahnung, was ist das denn? Jetzt habe ich hier mit Kurbel und allem, aber kann keinen Köder ranmachen, oder was? Was kann ich damit denn fischen? Kunstködermontage. Ja. Das sieht doch schon mehr nach Angeln aus hier. Jee. Schnurfangbügel zu. Und woher kenne ich jetzt, dass hier irgendwas dran ist? Ein Angelrute oder was? Kann ich denn hier überhaupt Kunstangeln? Kunstköder angeln? In diesem Gebiet? Steht hier nicht. Ja, keine Ahnung. Scheint so. Ich sehe auch nicht, wie lang meine Schnur da ist, die da noch im Wasser ist, ne? Ziehe ich die da jetzt mal raus oder nicht? Also kurbelt sich ja auch ein ab. Oder gebe ich gerade immer mehr Schnur? So. Weiß ich nicht. Oh. Da hatte gerade einer Bock. Der war hier vorne. Da. Geht das auch schneller? Nein. Ah, da. Gut. Zack. So, also hier vorne, da hatte einer für einen kurzen Moment Interesse. Ja, weiß ich nicht. Oh Mann, kann ich jetzt mal irgendein so dusseliger Fisch anbeißen? Also wirklich.
Das hat mir hier keine Sau erklärt, ne? Was wir hier zu tun haben mit dem Ding. Das ist natürlich auch super. So, dann probieren wir hier mit dem Telestick nochmal. Das hat bis jetzt als einziges funktioniert, ne? An dieser Stelle kann kein Routenhalter passiert werden. Was ist denn jetzt wieder für ein Routenhalter hier? Das geht schon mal nicht, ne? Das ist ja bombig. Der Weg hier, Bambusroute, Russland. Klassischer Karpfenhaken, Abfahrt, ja. Naturköder, immer den Regenwurm. Benutzen. Kann kein Routenhalter platziert werden. Was denn für ein Routenhalter? Was will das Ding jetzt von mir? Muss ich hier erst den Loris aus dem Wasser nehmen oder was? So, zack, ist eingeholt. Können wir jetzt hier mal darüber reden. Danke. Anstatt dass das Spiel mir sagt, yo, hol das Ding mal da aus dem Wasser. Nö. Dann haben wir hier wieder komische Sachen. Nein, Angelmontage bleibt da, wo es ist. So, also das Ding ist da jetzt mal mehr als unter Wasser, oder nicht? Zack. Hey, wow, yeah. Setzkescher, auf jeden Fall. Also, der kommt definitiv mit. Ja, gut, also, was soll ich euch sagen? Ist schon recht speziell. Ne? Also, wer Interesse am Angeln hat, der ist hier goldrichtig. Wer ansonsten Fischstäbchen mag, eher nicht. Russian Fishing 4 gibt es kostenlos bei Steam. Findet da ganz normal im Steam Store. Und ja, da würde ich sagen, haben wir ganz entspannt eine Stunde damit verbracht, irgendwie 2 Fische zu fangen. Ja. Nicht verzagen beim Tutorial, das werdet ihr schon irgendwie schaffen. Und dann würde ich sagen, war es das mit dem Free-to-Play-Freitag und wir sehen uns spätestens nächste Woche wieder. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir immer gerne ein Like und ein Abo da und ja, ansonsten sehen wir uns, wie gesagt. Haut rein!